Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen beim Seelenschokoladen-Podcast. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin und Hypnosetherapeutin und heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser Special-Folge, in der ich eine Meditation für dich habe, eine Lichtmeditation, denn Wunder werden im Licht gesehen. Und in dieser Meditation geht es um das Loslassen, um das Hinter-dir-Lassen von Herausforderungen, von Schwierigkeiten und der Identifikation mit Negativen, mit alten Glaubenssätzen, mit Verhaftungen, mit Dingen, die dich zurückhalten und blockieren. Und ich mag diese Meditation sehr gerne. Ich mache sie selber sehr, sehr gerne. Es hilft mir, eine neue Wahl zu treffen und den Schleier zu heben, der manchmal so, ja, über einen drüber fällt, wenn man so gestresst ist. Und dann, ja, aus dem Schleier herauszugehen und ins Licht zu gehen. Und in diesem Licht klarer zu sehen und mich mit meinem höheren Selbst zu verbinden und in meine volle Schöpferkraft und Energie zu kommen. Und ich bin schon gespannt auf eure Rückmeldungen zu dieser grandiosen Meditation. Und wenn du Lust darauf hast, tiefer einzusteigen in das Thema Altes loslassen und durchstarten in 2023, dann möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, bei meiner Masterclass dabei zu sein. Ich mache nämlich da einen Live-Masterclass-Workshop am 7.1. um 19 Uhr. Er ist komplett kostenfrei und wir werden gemeinsam ein Loslassritual machen, um Altes loszulassen und dich dafür ready zu machen, dass 2023 dein Jahr wird. Wenn du alte Blockaden loslassen möchtest, wenn du Verhaltensweisen und Erfahrungen loslassen willst, wenn du unabhängig sein und frei sein möchtest, wenn du frei gestalten und kreieren möchtest, dann sei bei diesem Workshop dabei, indem du lernst, Altes loszulassen und Neues zu kreieren. Und dieses Training habe ich entwickelt, damit du zu denen gehörst, die sich nicht von Angst bremsen lassen, sondern zu denjenigen, die jetzt aufstehen und ihr Leben in die eigenen Hände nehmen, statt zu hoffen, dass andere die Lösung bringen. Du bist die Lösung. Genau jetzt, da die Welt im Wandel ist, braucht es genau die Fähigkeiten, die bisher von Selbstzweifel und Unsicherheit überdeckt waren. Fähigkeiten, die in Wahrheit in so vielen Frauen schon so lange auf ihren Einsatz warten. Wenn das mit dir resoniert, dann melde dich super gerne zum Workshop an. Ich freue mich auf alle wundervollen Frauen, die dabei sind. Das wird ein sehr tiefer, transformierender und wundervoll erfüllender Workshop. Ich freue mich jetzt schon so, so sehr drauf und ich werde zu dem Zeitpunkt in den Dolomiten in Italien sein, im Amastei Hotel. Da mache ich Coworking und Skifahren. Das heißt, ich werde vormittags Skifahren gehen und nachmittags ganz entspannt ein, zwei Stündchen arbeiten. Und ja, freue mich drauf, von diesem magischen Ort diesen magisch transformierenden Workshop zu halten. Und klick gerne auf den Link in den Shownotes und melde dich an. Und jetzt mach es dir bequem für diese wundervoll transformierende Lichtmeditation. Meditation, den Schleier heben. Setz dich bequem hin. Schließe sanft die Augen und lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deinen Schoß oder deine Oberschenkel. Atme ein und zähle dabei von 5 rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Atme aus. 5, 4, 3, 2, 1. Atme ein. 5, 4, 3, 2, 1. Atme aus. 5, 4, 3, 2, 1. Atme ein. 5,
4, 3, 2, 1. Atme aus. 5, 4, 3, 2, 1. Atme ein. 5, 4, 3, 2, 1. Atme aus. 5, 4, 3, 2, 1. Atme ein. 5, 4, 3, 2, 1. Atme aus. 5, 4, 3, 2, 1. Setze diesen Atemrhythmus fort und lasse zu, dass du allmählich in einen friedlichen Zustand gelangst. Lasse zu, dass du allmählich in einen friedlichen Zustand gelangst. Lasse die Gedanken kommen und gehen. Beurteile sie nicht. Wenn ein Gedanke kommt, lass ihn einfach vorbeiziehen wie eine Wolke am Himmel. Atme immer weiter ein und aus und zähl dabei von 5 rückwärts. Während du atmest, sieh dich vor einer Brücke stehen, kurz davor, sie zu betreten. Die Brücke kann flach über dem Boden oder hoch darüber sein. Hinter dir liegt eine schattige, dunkle Wolke. Du spürst, dass diese Dunkelheit deine Angst und deine körperliche Wahrnehmung der Welt repräsentiert. Diese dunkle Wolke repräsentiert deine Angst und deine körperliche Wahrnehmung der Welt. Die Illusion von Angst, von Schmerz, von Schuld, Verurteilung und von all den Herausforderungen. Wenn du über die Brücke nach vorne schaust, siehst du ein helles, schimmerndes Licht. Dieses Licht zieht dich mit seiner energetischen Anziehungskraft zu sich hin. Atme einmal tief ein und wieder aus, während du dich der starken energetischen Zugkraft des Lichts überantwortest. Atme einmal tief ein und wieder aus, während du dich der starken energetischen Zugkraft des Lichts überantwortest. Lass dich von dem Licht anziehen, während du nun beginnst, die Brücke zu überqueren. Von der Dunkelheit ins Licht. Atme bei jedem Schritt ein und aus. Du kommst dem Ende der Brücke immer näher und merkst, dass die Schatten der Welt verschwinden. Du kannst sie langsam aber sicher hinter dir nicht mehr sehen. Atme tief durch und tritt von der Brücke herunter, hinein in die Welt des Lichts. Jetzt siehst du nur noch Licht. Du siehst nur noch helles, strahlendes Licht. In diesem Licht bist du nicht dein Körper. Du bist frei. Du bist ein Energiefeld der Liebe und des Lichts. Du bist ein Energiefeld der Liebe und des Lichts. Du bist stark. Du bist Frieden. Du wirst unterstützt. Du wirst unendlich geliebt. Du wehrst dich nicht gegen die Vergangenheit und hast keine Angst vor der Zukunft. Alles, was du hast, ist das Licht in diesem Moment. Erlaube dir, so lange in diesem Licht zu stehen, wie du willst. Atme weiter lange und tief ein und aus und lasse das Licht dich wiederherstellen, hin zu deiner wahren Natur. Stehe im Licht und atme. Und wenn du das Gefühl hast, es sei an der Zeit, aus deiner Meditation herauszukommen, sprich ein stilles inneres Gebet. Wunder werden im Licht gesehen. Ich entscheide mich, im Licht zu sehen
und Licht mit mir zu bringen, egal wohin ich gehe. Wunder werden im Licht gesehen. Ich entscheide mich, im Licht zu sehen und Licht mit mir zu bringen, egal wohin ich auch gehe. Atme tief ein und wieder aus. Und wenn du bereit dazu bist, dann öffne deine Augen. Nimm dir nach dieser Meditation dein Tagebuch zur Hand und schreib ganz frei über deine Erfahrung, im Licht zu stehen. Dokumentiere das Wunder, wie du die Welt der Angst losgelassen und die Welt des Lichts angenommen hast. Du wirst diese Praxis sehr wertvoll finden, denn sie ist eine Methode, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Wenn du deine Übung frei zu schreiben beendet hast, sprich dein Gebet noch einmal. Wunder werden im Licht gesehen. Ich entscheide mich, im Licht zu sehen und Licht mit mir zu bringen, wohin ich auch gehe. Kehre jetzt in deinen Alltag zurück und bringe Licht mit, wohin du auch gehst.